Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Runde Dookie, der Clamp, mit Marco. Hi. Hi, grüß dich. Wir müssen gleich invaden. Tatsächlich wollte ich die erste Minute jetzt dafür nutzen, dass wir ein klein bisschen über die Lane Pressure durchquatschen. Denn tatsächlich haben wir eigentlich gedacht, dass wir einen Tahm Kench Support als Gegner haben. Aber dann wurde es ein Valkor Support, was das Ganze ein klein bisschen wieder ändert. Nein. Da hat einer geschlafen. Ich tippe auf dich. Gut, Invade ist damit schon mal abgehakt. Wenn ich mir die Toplane so angucke, dann ist eigentlich der Sion ja nur zum Farmen da. Mhm. Der darf Tahm Kench so nicht wirklich fighten. Ich denke, Tahm Kench nimmt den locker auseinander. Könnt ihr bitte euren Autismusanfall? Danke. Jungle wird erstmal auf die Wahl gehen, was das Gankpotenzial angeht, gell? Ja, Udyr outscaled halt Y. Aber so die ersten 10, 15 Minuten, Alter, ich muss aus dem Ding rauskommen. Die ersten 10 bis 15 Minuten können eindeutig der Y. Mitte ist ein bisschen ein Skill-Matchup, wobei es eher auf Azir geht. Also Midlane, jetzt kommt der kleine Kata-OTP raus. Midlane gehört ganz klar im Azir. Katarina hat gegen die Lane nichts zu melden. Wenn der Azir das klug spielt, hat die Kata einen Farm-Unterschied von 30 bis 40 sogar. Ja, wir werden sehen. Im Botlane müssen wir irgendwie Lucky diesen Vel'Koz runterpoken, damit wir da vielleicht den sogar töten können. Hier ist sogar Doran Shield, also ist er unser Fokus. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel nicht, warum sie auf Dorans Schild geht. Ich meine, die hat mit dem Vel'Koz Support echt eine starke Lane. Ich versuche mal kurz ein klein bisschen Auto-Tech durchzukriegen. For the money. Tja. Wir pushen die ersten bisschen, damit wir das schnellere Level 2 haben. Das haben wir jetzt. Gott, es ist so schwierig, da dann wegzulaufen. Yep. Gut, dann pushe ich halt noch ein klein bisschen. Ich kann mir immer so ein Minion vorne rauspicken, das mal kurz anehen, damit ich über die ganze Lane meinen Q durchkriege. So, hier nicht, da dann wieder. Machen wir es ihr einfach ein klein bisschen schwerer zu farmen. Der Vel'Koz steht mir ein klein bisschen zu defensiv, also spiele ich ein bisschen aggressiver auf dem Push. Ja. Okay. So, was ist denn? Na, der Trade war perfekt. Ja, ich warte kurz. Ja, mach das. Ha! Da hast du's. First Blood auf der Katarina. Ist eine gute Katarina. Also normalerweise herrschst du wirklich als Kata gegen Azir null Lane-Präsenz. Deswegen hat's mich auch gewundert, warum die Katarina mit einem Longsword angefangen hat, weil wenn du gegen eine schlimme Lane spielst, fängst du entweder mit dem Dark Seal an und drei Pots, damit du... Ich hab Schild. Den Jump noch raus, damit du eben mit dem Pots und dem Darkseid eine größere Heilung hast, oder du fangst mit Dorans Schild an. Aber anscheinend weiß die Kata, was er macht. Das ist natürlich schön. Ja, das ist auch genau das, was wir brauchen. Wenn sie jetzt schon mal einen Kill da bekommt und Azir auf ein zweites Dorans Ring geht, was halt auch nicht wirklich gut ist. Nope. Benutz mal bitte den Spell auf mich. Los, Vel'Koz! Mach! Sieh halt das Schöne, dass sie dann vielleicht runter snowballen kann. Das wäre ganz schön. Und solange die da oben irgendwelchen Unfug machen. Okay, das nehme ich dir ab. Wir müssen jetzt immer noch ein bisschen nach hinten laufen, weil unsere Ricochets ja durch den Tower auch weiter nach hinten fliegen. Nicht, dass wir Tower-Aggro ziehen. Aber tatsächlich wissen die zwei Kollegen hier gerade nicht, wie man die Lane spielt, deswegen setzen wir die ganze Zeit die unter Druck und die Tristana ist nicht sonderlich begabt, unterm Tower zu lasteten. Deswegen pushe ich natürlich mal. Ja. Ich hab 1100. Ich hab knapp 700. Ich möchte auf jeden Fall meinen BF haben. Okay, 1100 heißt eine Wave. Jo.
Ah, das war zum Beispiel gerade ein Fehler von mir, weil ich hätte erst den Auto-Attack machen müssen und dann sofort DB, weil DB ein Auto-Attack-Reset ist. Vor allem in dem Fight, damit. Nee. Was, nee? 50 Gold. Tschüss, Flo. Oh, bleib da. Als eine Cannon Wave ist, weil es worth ist, da zu bleiben. Yay. So. Oh, sehr schön. Mountain Drake. Das gefällt mir alles sehr gut. Also, wenn wir uns jetzt nochmal die Prio anschauen, die wir auf den jeweiligen Lanes haben, dann wird also ich der Tam Kench hat 15 CS. Top ist hart verloren von der gegnerischen Seite aus. Jungle ist auch 11 Farm Unterschied plus. Ja gut, wir wissen es nicht genau, aber der Kill macht einiges aus. Mitte ist ausgeglichen. Na, da kommt die Pressure von Azir zurande, aber Katarina hat bald wieder Ignite. Ich erwarte in den nächsten 40 Sekunden einen Kill. Wir haben halt eigentlich auch gut die Pressure. Und vor allem haben wir jetzt bessere Backport-Time. Die haben gerade einen Riesenfehler gemacht. Diese Wave noch zu pushen war ein Riesenfehler von denen. Die haben mir den kompletten Farm hier gegeben. Okay. Wait, what? Ich habe beide nochmal abgebrochen, aber das wollte ich gerade nicht riskieren, dass ich hier. Gut. Die Tristana portet back? What? Die müssen jetzt backporten. Also das war, auch wenn es mein Flash gerade war. Ha. So gut. Auch wenn es mein Flash war, den ich dafür hergeben musste. So, haben wir halt trotzdem dadurch gerade sehr viel gewonnen. Die Tristana hat ein schlechtes Backport-Timing. Backport-Timing ist halt eigentlich erst später ein klein bisschen wichtiger, aber den Gegnern einfach ihre Präsenz auf der Lane oder ihre wirkliche Möglichkeit auf der Lane was zu machen zu nehmen, ist halt schon extrem wertvoll. Ich gehe kurz warden. Ja, vor allem das gesplittete Backporten finde ich auf der Botlane immer so schlimm. Wenn erst der ADC backportet und er dann wieder da ist, aber in dem Moment dann der Supporter backportet, das sind einfach so die Minute da, ist halt immer nur einer auf der Lane, heißt die haben null Pressure auf der Lane. Und dadurch könnten wir zum Beispiel, wenn jetzt hier in der Midland oder irgendwo im River ein Fight ausbricht, sofort hin roamen. Und die würden nichts machen. Ja. Man muss hier trotz allem das noch ein bisschen respektieren, dass eine Combo mich töten würde. Ja. Der hat kein Control-Ward. Die werden vielleicht gleich warden. Ne, die gehen auf den Lane-Ward. Alles klar. Aber hier seht ihr langsam unsere Power, die wir da durch unseren Spielstil praktisch kriegen können. Jetzt hat. Ja, ich habe ein Schild. Oder schildest du es? Ja. Okay. Das ist auch eine Mechanik zum Beispiel, warum. Die haben den gespottet. Ach so, der wardet nicht. Der wardet nicht von selbst. Warum Sivir zum Beispiel auch gegen eine Tristana ein guter Pick ist oder ein solider Pick war. Ich finde sie mittlerweile nicht mehr so stark. Aber früher hat man halt vor allem in der LCS-Szene hat man halt dann Sivir gepickt. Einfach aus dem Grund, weil du halt diesen. Okay, ich also. Die ist gerade über die Lane gekommen. Die ist über die Lane hier hingegangen. Okay. Naja, da hätte ich davon ein klein bisschen mutiger sein sollen und einen kleinen Schritt weiter rein warden. Ja. Ich habe nicht geheilt. Naja, ich habe die Ulti. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht kriegt man die Tristana noch. Ja, aber die haben geheilt. Echt, haben die? Ja, ja, die Tristana hat geheilt. Hundertprozentig, oder? Ja, hat man ja auch noch gesehen, dass sie die geheilt hat. Ja. Weil ich hätte sie fast getötet. Dann war es okay, dann war der Trade akzeptabel. 700 Leben noch. Ich bin in Range, Also, mit Schild. Manchmal müsst ihr eurem ADC einfach sagen, ihr seid in Range, auch wenn ihr es noch nicht ganz seid, ja? Damit die schon mal anfangen. Die brauchen wir noch ein bisschen.
Das war sexy. So. Wir holen. Help me! männlicher Schrei confirmed. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. So. Oh Gott, ey. Ich frage mal noch ganz höflich. Ich glaube, ich sollte wieder ein klein bisschen mehr mit den Leuten schreiben und mich unterhalten, wenn sie nett sein könnten. Gibt's das? Tatsächlich hatte ich letztens, weil du das ansprichst, auf meinem Account ein Ranked Game, wo die Dudes übelst sozial miteinander waren. Das war das einfachste Game, was ich seit 5 Jahren geführt hatte. Tschüss. War wunderschön zu spielen. Ja. Alter, wie lang denn? Riecht ihr noch? Minion Wire vielleicht? Minion Block, ich komm hier nicht raus. Das war gerade ein bisschen traurig. Ja, yeah, du kriegst Schild für den Wife Clear. Es wäre schon schön gewesen, wenn es sie und praktisch. Heilige Mutter! Wenn der runtergegangen wäre, weil Tristana hatte jetzt gerade Free Push, Free Farm, Free alles. Come on, mate. Gucken, wie der sich bewegt gleich. Ja, er geht runter. Er geht runter, sehr schön. Ja, wir haben den Tower jetzt. Jupp. Und ich habe beim nächsten Backgehen auch einen Iron Sensor, also ich bin dann eigentlich fett. Schön. Mayday, Mayday. Okay, Mayday wird. Der will mich mampfen! Der ist klein. Und langsam. Kiten, 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 laufen, 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 sidesteppen, okay. Es ist laut. Raus! Nee. Ich geh mit. Heilige Mama. Ja doch, Mitte ist ein guter Spot. Doch, ja, gerade. Ja. Ha! Ha! Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir den praktisch auch so low, dass wir ihn eigentlich weggeforst haben. Der Seer. Der darf fast nicht mehr da bleiben. Nope. Also Rotations sind in der Runde sehr schön. Die Kata one-shotted ihn dann, die hatten Gunblade. Ja, Mitte ist das einzige Matchup, das halt tatsächlich ein bisschen ausgeglichen ist, aber auch ein bisschen aufgrund von dem Matchup selbst. Wow. Ja, aber in die... Hoch, da ist ein riesiger Wave. Aber auf die Toplane. Oh Gott, Wave, ja. Lecker, lecker. Du kriegst in 10 Sekunden nochmal ein Speed-Up von mir, mehr nicht. 5. 3. 2. Ja, okay, das Schild kannst du noch haben. Wait a second. Ja, okay. Slow ist drauf. Ja, kein Mana mehr. Oh Gott, im Himmel! Ich hab kein Black Shield. Dup, 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 dup. Tschüss! Okay, die gehen hier nicht weiter. Ich weiß nicht, ich habe zwar meine Thumbs-Up, aber ich hätte das nicht überlebt, weil, nee. Der Y-Damage ist zu hoch. Ja, Exhaust hätte auch noch 90, also damals vielleicht ein bisschen überschätzt. Einfach nur farmen wäre da der Punkt gewesen. Yep. Hast recht. Ardent ist fertig, Ionische sind fertig und... Bei mir ist Essence Reaver, Boots und... Ein bisschen Crit. Ich bin super im Spiel. Schön. Ja. 500 Gold noch, dann habe ich noch meine letzte Cooldown Reduction, dann bin ich eigentlich fein, dann brauche ich nichts mehr für die Runde. Das ist ein guter Udyr, der hat den Herald schon. Schöner Udyr, braver Udyr. Ja, der hat 2 Mountain Drakes geholt. Guter Udyr, braver Udyr. Hol dir das Zungold. Zum Glück wollte ich warden gehen. Also, Dodge durch Warding. Immer eine gute Sache.
So, jetzt sei mal. Ja, wir können. Ich kann gegen die. Ich kann da nicht vorlaufen. Ja. Hi. Eventuell war es einer mehr, als ich dachte. Ja. Da? Hi. Ja, ich hätte oben raus müssen. Krass hier. Ja, da portet man nicht weg. Und der Split-Push, der läuft halt, trotz allem. Wenn du ein bisschen die abbrechen kannst noch. Unter Umständen. Ah, hier. Ich warte mal noch kurz das Gold ab. Da kriegen wir Turmgold. Hier unten kriegen wir vielleicht auch Turmgold. Okay, nee, kriege ich nicht, aber trotzdem warte ich hier eine Sekunde. Für meine letzte Cooldown Reduction. Und er könnte tatsächlich auch für den Turm sterben. Während seiner Zombie-Form. Oder er tötet einfach vielleicht Weihnachten. Gut, gut, gut. Ach, Kata. Was machst du denn? Du bist ja ein Bonobo. Du bist ein kompletter Bonobo. Hey, der hat nicht ihr schlechtes Matchup geintet. Das war gerade ein fetter Fail. Wie es gerade so nicht um 3 HP reicht. Ach ja, Sivir. Sivir ist einfach wirklich ein richtig schöner Farming-Simulator. Was denn? Du kannst free pushen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Hier, kriegst du das nochmal. Die Sloan. Okay. Dir fehlen halt noch ein bisschen die Crits. Ich meine, das war gerade so viel geused für mich. Dass hier jetzt aufgeräumt wird. Yep. Der nimmt seinen Demolish da nicht her, das ist gut. Dann haben wir Demolish nochmal hier an Inner Tower. Ich meine, das, was DY eigentlich jetzt machen müsste, ist in jedem Fall die Cutter ulten. Weil die Cutter gerade eben mit einem ultra krassen Power Spike hat. Ja, komplette Durchdringung. Und ich bin halt eine Sivir. Ich bin, bis ich 3 Items habe, stehe ich neben meinem Team und drücke R und denke mir so, gib mir Assists. Easy. Meiner. Secured. Ich brauche nur noch 300 Gold, dann habe ich auch Redemption fertig. Dann kann mich echt nichts mehr aufhalten, weil dann kann ich 5 Jahre das Ganze auch. Vielleicht also hier. Dann kann ich das 5 Jahre sustainen, dann bleibe ich immer ein bisschen hinten. Hi. Und gut ist. Ey. Up we go! Help me, Flo! Bitte! Hab's versucht. Hab kein Mana mehr. Redemption fehlt mir leider noch. Well played. ADC ist tot, alle anderen überleben. Well played. Weißt du, was Trauriges, Flo? Hä? Dass ich die Einzigen sind, die zweimal gestorben sind. Alle anderen haben null. Okay, also mit dem Saiyan brauchen wir nicht reden. Der Saiyan ist einfach da. Der ultet immer raus. Der steht 001. Ich fand das ganz witzig. Maxim hat Saiyan als Champion des Patches so ein bisschen vorgestellt. Und der Grund, warum er so solide ist, ist halt einfach. Oder ich weiß nicht, weiß Winrate oder sonst irgendwas. Irgendwo war es mit drin beim. Er stirbt einfach nicht. Ja, warum? Er ultet immer raus. Er läuft weg. Ja. Excuse. Ja. Er läuft einfach davon. Das macht er gut. Grund. Das macht er einfach verdammt gut. So, ich habe jetzt 2 Crit-Items schon. Ja. Ja, pum! Push mal Bot durch. Wie sieht's aus? Wie, nee. Ich komme, habe ich gesagt. Ach so. Komme. Das ist nur ein Tamkench. Ich weiß, der hat dich gerade getötet. Vertrau mir, ich hab jetzt Redemption, ja? Hi. Dir kann gar nichts mehr passieren. Oh, Gathering Storm. Ja.
da im Augenwinkel was gesehen. Wow! Ja, ich hab einen Kill. Easy. Ihr könnt nicht mal. Also, aber alle miteinander. Der Saiyan, Alter. Bei wer müsste das wieder tanken? Ja, genau, ich. Ich hätte jetzt diesen Turm tanken müssen. Der mal. Okay. Oh, gut. Solide. Ja, das war eine entspannte Runde. Das war, hat unser. Ich finde, das hat das Team am sich auf jeder Position clean runtergespielt. Mhm. Auch wenn dieser Saiyan mir schon wieder Saiyan weggepickt hat. Stimmt, du wolltest den eigentlich schon letzte Runde spielen. Ja, vielleicht wird's ja nächste Runde was. Wir dürfen gespannt sein. Wir werden sehen. Wir sind halt einfach. Ich hab tatsächlich Damage gemacht. Also, ich meine, ich war gar nicht so schlecht dabei. Ich hätte gedacht, ich hab so 6k Damage gemacht. Ja, da hat's halt wirklich gemerkt, die Botlane wusste gar nicht, wie man dagegen spielt. Ja. Dass eine Lane, die eigentlich auf Skalierung ausgelegt ist, so wie unsere, und ich tatsächlich noch Exhaust für die Skalierung mitgenommen habe, dann so aggressiv spielt, da sind sie nicht ganz drauf klargekommen. War schön, war schön. Yep. Ja, wie viele Punkte hast du diesmal bekommen? 28, und du? Ja, auch. Sind wir wieder gleich. Mit dem nächsten Sieg sind wir dann auf der Turmo. Tatsächlich. Ja, vielleicht, was ich auch schätzungsweise mir vorstellen könnte, skippen wir. Tja, ja, auf jeden Fall sinnvoll. Dann nächstes Mal sehen. Viel Spaß. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.